Merkst du das auch? Mhm. Das Bett wackelt ein wenig. Oh, du hast recht. Wir müssen was drunter schieben. Dann hört es auf zu wackeln. Gute Idee. Aber was nehmen wir da? Hm. Ah, ich weiß. Eins von deinen Büchern. Mhm. Ja. Moment. Aber dann kann ich das ja gar nicht mehr lesen. Na, du sollst doch nicht lesen, sondern schlafen. Na, stimmt auch wieder. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Was ist denn? Henry, da ist so ein Geräusch, das habe ich hier noch nie gehört. Da klopft einer. Ach, dann ist es bestimmt ein Ampelmännchen. Hä? Was denn für ein Ampelmännchen? Na, das Rote. Ist doch klar. Das Grüne ist ja nicht da. Wo ist das denn? Ah, das hat verschlafen. Hä? Und jetzt steht das rote Ampelmännchen beim grünen Ampelmännchen vor der Haustür und klopft, damit es aufwacht. So wie das rote Ampelmännchen klopft, scheint das grüne Ampelmännchen sehr tief zu schlafen. Weißt du was, Jan? Wir helfen dem roten Ampelmännchen beim Klopfen. Ja, gute Idee. Lass uns gleich mal gucken, wo es ist. Ja. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Ah, es kommt von hier. Komisch. Hier ist ja gar keine Straße. Nicht mal eine Ampel. Oh, guten Tag. Wer bist denn du? Ich bin der Biber. Hallo, Biber. Bist du auch hier, um dem roten Ampelmännchen zu helfen? Davon weiß ich nichts. Ich baue mir hier ein Bettchen, damit ich schlafen gehen kann. Ja, wir wollten auch schlafen. Aber dann haben wir immer das rote Ampelmännchen klopfen gehört. Also mir ist nichts aufgefallen. Ich habe hier die ganze Zeit gehämmert. Da! Das ist ja das Geräusch. Das warst die ganze Zeit du mit dem Hammer. Also das hab selbst ich mir noch nicht mal gleich gedacht. Tut mir leid, wenn ich euch gestört habe. Aber jetzt bin ich ja auch schon fertig. Du, Biber, wie kriegen wir das denn hin, dass unser Bett nicht mehr wackelt? Ganz einfach. Ich leihe euch meinen Hammer und ein paar Holzreste. Damit könnt ihr es reparieren. Oh, prima. Dankeschön. Und wenn das nicht klappt, schiebt einfach ein Buch drunter. So. Jetzt wackelt hier nichts mehr. Ha, toll, nicht wahr, Henry? Ja, ja. Gute Nacht, Henry. Du, Jan, du errätst nie, was das für ein Buch war, das wir da unter das Bett geschoben haben. Darin geht es auch um ein wackelndes Bett. Und zwar eins von... Du, Jan? Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen.